Apple klauen. Guck, jetzt bin ich vorbeigefahren, jetzt legt er wieder los. Jetzt geht er ran an den Baum und zupft sich einen Apfel nach dem anderen. Ich lande jetzt irgendwann in der Tiefkühltruhe und später im Suppentopf. Man nannte ihn auch den Mistelmillionär. Ah, übrigens, wir fahren gerade in das Türfchen rein. Ich werde euch natürlich... Was waren das für Hinwegweiser, Alter? Da wirst du ja blöd, da drehst du dich im Kreis. Dies ist das Örtchen und es stinkt nach Scheiße. Oh, die Eier geklemmt. Oh, mein Oberschenkel. Oh. So, da ist er wieder. Eine geraucht und weiter geht's. Ja, ist jetzt nicht zu ändern. Ist ja jetzt nicht schlimm. Das kleine Plasteteil habe ich auch wieder reingedrückt. Das kam bloß raus. Das hat so einen Haken, das kann man wieder reindrücken. Was ist natürlich kleine Schrammen so. Ansonsten nichts Schlimmes passiert. Der Spiegel ist auch noch ganz. Gut, dass der sich da reingedrückt hat. Ja, ich bin halt zu cool für diese Welt, ist halt so. Ich wollte cool sein und habe die Quittung gekriegt. Passiert auch den besten Leuten, glaube ich. Ich konnte sie nicht mehr halten. Ging nicht. Ich konnte es einfach nicht mehr. Die ist einfach nur noch umgefallen. Und dann lag sie. Ich würde bloß gerne mal, allzu gern mal wissen. Nochmal, Weißenfels Zentrum, Schloss, okay, Hauptstraße. Was mich da so ins Knie, in den Oberschenkel gefickt hat. Höllisch, das tat höllisch weh, aber so richtiger Druckschmerz. Ah, tut jetzt noch weh. Oberschenkel war, da hat auch ein bisschen was abgekriegt. Ist unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Lässig, lässig. Innenstadt, da war ein Kaffee. Hä, hier bin ich ja noch nie lang gefahren. Geil. Die haben einen Tunnel. Das weiß ich gar nicht. Nee, ich dachte jetzt hier an meiner Karre tickt irgendwas. Das ist die Ampel. Ich weiß nicht, wo ich bin. Aber das Umleitungsschild war, glaube ich, galt für diese Einfahrt hier. Tja, und nun verlassen sie dich. Umleitung hier rein, ja, tschüss. Sieh zu. Sieh zu, wie du zurechtkommst. Du Vollhonk. Aber nee, hier vorne haben wir nochmal Umleitung. Lässig, lässig.
Ach so, nur Fahrräder haben einen grünen Pfeil. Was fährt er durch die Kante, Junge? Oh, sein Angelboot. Verstehe ich nicht. Schulanfang, okay. Der Matze weiß trotzdem nicht, wo er ist, trotz Schulanfang. In der Schule nicht aufgepasst. Ach, da vorne ist wieder Umleitung, okay. Aha. Okay, jetzt sind wir wieder auf der Straße, wo wir hingehören. Oh Gott, hier wieder mit 38 um die Kurve. Alter. Mein Oberschenkel, oh, Wahnsinn. Oh, mal ein bisschen strecken. Oh, das schmerzt. Oh. Ach, da willst du mal lässig sein, da willst du mal cool sein. Und schon fliegst du aufs Maul. So. Leislig müssen wir, glaube ich. Ich kann mich dumpf an diese Strecke erinnern. So, Leisling, Stadt Weißenfels. Okay, da sind wir schon mal. An das kann ich mich auch erinnern. Ja, hier gibt es ja Leislinger. Nicht Getränkequelle, Leislinger Wasserquelle. Das ist, die haben hier irgendwie so Mineralwasser entdeckt. Damals, als ich noch mit, ja genau, das war damals zu der Zeit, als ich noch mit meiner ersten großen Liebe zusammen war, wurde dann das hier gebaut. Kurz nach der Wende. Ja. Die Quelle entdeckt hatten auf ihrem Grundstück, sind natürlich gemachte Leute geworden. So, ich glaube, jetzt müssen wir auch hier so eine Art Feldweg langfahren. Gab es da auch mal eine Straße hin? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Tim. Schafe. Oder waren das Ziegen? Ich habe es so schnell gar nicht gesehen.
Oder beides. Utas Bierstube. Himmel zieht sich ein bisschen zu, aber sieht nicht nach Regen aus. Ich hoffe, das bleibt auch so. War das? Scheiße, jetzt habe ich nicht aufs Straßenschild geachtet. Also aufs Ortsausgangsschild. Sind wir jetzt hier richtig? Also wenigstens bis jetzt haben wir ja wenigstens eine halbwegs gute Straße. Also mit seinem Roller, was will er hier? Grüne Äpfel pflücken. Äpfel klauen. Guck, jetzt bin ich vorbeigefahren, jetzt legt er wieder los. Jetzt geht er ran an den Baum und zupft sich einen Apfel nach dem anderen. Junge, pflücke dir säckeweise. Was interessiert mich deine scheiß Äpfel? Hau dir den Ranzen richtig voll. Grüne Äpfel, dann hast du heute Abend schön die Schnurze. Aber ich muss sagen, ich habe auch, was ich da als Kind wirklich gern gegessen habe, waren grüne Äpfel. Die haben so schön sauer geschmeckt noch. Hat es dann am Abend zwar manchmal die Scheißerei, aber egal, geschmeckt hat es trotzdem. Oh, da kommt uns was entgegen. Es wird schon gehen, ne? Mal gegrüßt, dass er so ein bisschen rechts rüber gefahren ist, sonst wäre es, glaube ich, wirklich eng geworden hier. Wo sind wir hier gelandet? Da kommt schon wieder was. Was ist denn hier auf dieser Straße für ein Verkehr, Alter? Ja, gut besucht hier. Ich dachte schon, hier wohl, siehst du keine Menschenseele. Ich lande jetzt irgendwann in der Tiefkühltruhe und später im Suppentopf. Aber nein, es ist gut befahren. Irgendwo müssen die ja herkommen. Also werden wir auch irgendwo hinkommen. Es ist sensationell. Ich bin total fertig. So sah das damals, ich kann mich nicht erinnern, so sah das damals nicht aus, oder? Oder war der Weg so lang oder gab es da eine andere Straße? Ich glaube, der Weg sah ungefähr so aus wie der, also normaler, ja, Wald- und Wiesenweg, so mit Schottersteinchen so. Eine Grasnarbe hier, eine Grasnarbe da. Und jetzt hier, ja, regelrecht. Ist ja, das ist eine 1A Autobahn hier. Besser. Oh, wir kommen an. Ne, ich dachte schon, es ist eine Kreuzung. Zwei Straßen treffen aufeinander. Doch, Tatsache. Mein Maul ist schon wieder übelst ausgetrocknet. Ich habe das auch. Ich merke das auf den Aufnahmen manchmal. Da hörst du so kleine Schmatzgeräusche, weil ich versuche, mir etwas Speichel in den Mund zu buxieren. Was ist denn das? Ein Hausboot. Nee. Oh, gucke an hier. Gucke da, gucke hier. Was es nicht alles gibt. Aha. Okay. Kaffeekranz. Ringelbeats mit anfassen. Schwurf. Dorfschwurf. Ey, was ist denn hier für ein Verkehr, sag mal? Menschen, lachende Menschen,
Fröhlichkeit schwitzt sich raus aus jeder Pore. Ey, das ist doch ein Mistelzweig gewesen. Oh komm, den schnalle ich mir auf den Buckel, den gebe ich in der Apotheke ab, werde Multimillionär durch Misteln. Man nannte ihn auch den Mistelmillionär. Ah, übrigens, wir fahren gerade in das Türfchen rein. Da oben haben wir so eine Burg, die Schönburg. Daher der Name sozusagen. Oh, da stand ein Bike. Ich werde euch natürlich... Was waren das für Hinwegweiser, Alter? Da wirst du ja blöd, da drehst du dich im Kreis. Ich werde euch natürlich nicht verraten, wie sie hieß und wo sie wohnt, aber dies ist das Örtchen und es stinkt nach Scheiße. Aus dem Gulli oder was? Alte Bäckerei, geil. Ob die noch aktiv ist? So schön war die Straße damals natürlich auch nicht. Da war übelste Kopfsteinpflaster, so blaues Kopfstein, so rutschig im Regen. Siehst du, hier geht auch immer mal eine Straße hoch, da kommst du doch auch irgendwo hin. So, das war's auch soweit. Hier geht's zur Burg hoch. Burgschenke. Kann ich da mit dem Bike hochfahren? Oder fahren wir direkt weiter zu jetzt Naumburg. Als nächstes kommt ja Naumburg. Irgendwie habe ich langsam ein Gefühl des Hungers. Was ist das? Konditorei und Café? Ja, dann fröhlich hierher, Junge. Ich frage mal, ob die eine Bockwurst haben. Oh, die Eier geklemmt. Oh, mein Oberschenkel. Oh. Ich bin völlig fertig. Erst die Hand, jetzt der Oberschenkel. Oh, mein Ei. Oh. Hier ist die Bandage. Lockert sich langsam, muss ich mal wieder festmachen. So, Kamera nimmt noch auf. Ja, dann können wir gleich ausmachen. Oh, hier schön, ne? Krass. Da oben möchtest du nicht langlaufen und runterfallen. Da hast du vielleicht ein bisschen die Arschkarte, könnte man annehmen. So, naja, gut. Ich mach mal aus jetzt.